an meinen geliebten Vater Edward. Du hast mich viele Male daran gehindert, meine Qual zu beenden, doch diesmal wird es dir nicht gelingen. Ich tue dies nicht für mich, sondern für mein Kind. Ein Kind, das es nie hätte geben dürfen. Kein Kind der Liebe, sondern der Grausamkeit. Ich nehme mein Kind mit mir, um es vor dieser verdorbenen Familie zu retten. Denn es hat nicht verdient, diese Welt und diesen verfluchten Ort ertragen zu müssen. Cecilia Gordon. Was steht drin? Das Gefasel eines Wahnsinnigen. Er redet von einem Ort großer Macht in einem verlassenen Dorf. Sagt er auch, wo es ist? Leider nein. Nur, dass ihn dort seine, wie er es so charmant ausdrückt, Hure von einer Mutter zur Welt gebracht hat. Sein Geburtsort ist dieses Dorf? Dieser Ort der Macht? Ja, aber das sagt uns trotzdem nicht, wo es ist. Das nicht. Aber seine Mutter muss den Ort kennen. Natürlich. Rosemary! Das sieht interessant aus. Noch eins. Wie die Symbole auf den Steinen. Rory? Ja, er kennt vielleicht die Bedeutung. Aber um diese Zeit schläft er bestimmt schon. Das erste Mal bin ich ihm auch mitten in der Nacht begegnet. Vielleicht haben wir Glück. Schon etwas gefunden? Nur Stoff für schlechte Träume. Eddie wollte seine delikate Arbeit nicht im Dunkeln tun. Das Anwesen ist riesig. Kann das wirklich alles in meine Hände übergehen? Das stinkt. Da unten riecht es nach Tod. Dieser Gestank führt uns vielleicht genau dahin, wo wir hin müssen. Glauben Sie, zum Spiegel müssen wir durch diesen Abgrund?
Möglich. Es ist zu dunkel, um zu erkennen, was dort unten ist. Vielleicht kann ich eine Lichtquelle basteln. Prost. Vorsicht! Sind die Teile gelandet, die Eddie nicht brauchte? Oh, wer weiß, wie tief dieser Abgrund ist. Oder wie groß die Höhlen sind. Das Schloss könnte über dem Aufbewahrungsort des Spiegels erbaut worden sein. Sieht aber nicht so aus, als würden wir von da unten hinkommen. Ich glaube, wir sollten weiter. Es sei denn, Sie möchten sich noch mehr umsehen. Mr. McKinnon. Master David? Miss Faber? Verzeihen Sie, aber Sie sehen aus, als könnten Sie etwas Schlaf vertragen. Nach dem, was ich im alten Flügel heute miterlebt habe, werde ich wohl nie wieder gut schlafen. Ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Nein, Sir, das glaube ich nicht. Wie geht es Eddie? Master Eddie ist im Bett. Er hat es bequem und kann keinen weiteren Schaden anrichten. Ich würde gerne mit ihm reden, damit wir verstehen, warum er das getan hat. Lady Margaret ist im Augenblick bei ihm. Ich fürchte, er ist nicht in der Verfassung, Antworten zu geben. Ich hoffe, Sie finden etwas Schlaf. Danke, Sir, hoffe ich auch. Ach, Rory, der Gärtner, wollte Sie übrigens sprechen. Er ist in der Bibliothek. Danke für die Information.
Hallo, Rory. Was machen Sie denn so spät noch in der Bibliothek? Weiß nicht genau. Bin aufgewacht. Irgendwas. Ein Gefühl zog mich hierher. Verstehe. Ich weiß, ich war vorhin keine große Hilfe. Mir fällt's schwer, Leuten zu vertrauen. Ach, so wie ich diese Familie erlebt habe, kann ich Ihnen das nicht verübeln. Edwards Tagebuch erwähnt ein altes verlassenes Dorf hier in der Nähe. Das kenne ich, war aber schon seit Jahren nicht mehr da. Ein ziemlich gruseliger Ort ist das. Was ist dort passiert? Wieso ist es verlassen? Die Leute dort wurden getötet. Alle. Über Nacht dahingerafft. Niemand geht mehr dorthin. Außer Edward damals. Ei. Wodurch wurde das Dorf zerstört? Waren es die Druiden? Die Druiden und der Schwarze Spiegel? Ei, ei, so war's. Sie bekamen, was sie wollten. Sie vertrieben die Römer. Ei, das taten sie. Aber zu einem Preis. Einem hohen Preis. Können Sie uns zum Dorf bringen? Nein, Junge, kann ich nicht. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Und ohne Karte ist es in den Wäldern nicht sicher für euch. Ich kann euch über den See bringen, wenn ihr den Weg kennt.